Zufällig habe ich mal im Blick gelesen, der Appenzeller Bierkönig erfindet sein Bier immer wieder neu. Und da habe ich müssen sagen, klar, das ist der Mensch, den muss ich anrufen. Und habe ihm spontan angerufen und gesagt, du Karl, könntest du nicht etwas machen mit Passionsfrüchten? Der hat das schon immer im Sinn gehabt. Als Johann vor 2 Jahren mit dem Container von Maracuja auf uns zugekommen ist und er gesagt, mehr Interesse hätte an dem, dann habe ich gewusst, dass das genau das ist, was ich schon lange gesucht habe. Nicht ein Aroma, sondern ein Grundstoff, der hochqualitativ ist, der von Kleinbauern hergestellt wird und frisch nach Appenzell geliefert wird. Und man presst es auch nicht mit der Schale, sondern man presst es wirklich nur mit den Früchten. Wir haben mit 3 Produkten angefangen. Nicht am Anfang mit Maracuja, den er zuerst geliefert hat, sondern wir haben mit 3 verschiedenen angefangen. Dann auch Grafik, die wir lange drumherum gemacht haben. Und jetzt kommt es wirklich wunderbar daher, dass das Feeling von Appenzell und Afrika miteinander eigentlich eine Symbiose bildet.